es ist schon gesagt worden. Bei der EU-Wahl am 9. Juni tritt Othmar Karas nicht mehr an. Ein Ziel verfolgt der Vizepräsident des Europäischen Parlaments aber weiterhin, nämlich die Menschen für die EU zu begeistern. Deshalb schaute Karas jetzt am Europagymnasium Leoben vorbei. Ich hoffe, dass ich heute dieses Projekt, dieses europäische, demokratische Projekt mit den Schülerinnen und Schülern diskutieren kann und auf der anderen Seite meine Überzeugung und meinen Enthusiasmus für die Sache und mein Engagement näher bringen kann. Anlässlich seines Besuchs lobte Karas das grenzübergreifende Engagement der Schule. Sie fungiert seit 5 Jahren als Botschafterschule des EU-Parlaments. Das heißt, wir versuchen Europa, Bildung, europäische Werte natürlich auch im Schulalltag umzusetzen, doch jedes Jahr natürlich immer mit einem großen Projekt. Wir haben eine große EU-Ecke an der Schule, wo es immer Infomaterialien gibt, um einfach die Schüler auf diese Werte hinzuarbeiten. Inhaltlich machte Karas nicht etwa Werbung für eine Partei, sondern für die Wahl selbst. Dabei diskutierte er mit den Schülern über jene Themen, die sinnbildlich für das Miteinander innerhalb der EU stehen. Der Klimawandel, die Teuerung, die Inflation, die Energiepreise, die Digitalisierung, die Frage von Krieg und Frieden, die Pandemie, sind alles Themen, die täglich in allen Lebensbereichen und in allen Regionen sich abspielen. Aber nur eine europäische Antwort kann zur Lösung führen. Um die Mitschüler für die EU-Wahl am 9. Juni zu motivieren, hatten die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse eigene Plakate angefertigt. Die besten davon wurden anlässlich dieser kleinen Feier ausgezeichnet.